Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, heute können wir zum Beginn leider keine gute Nachricht vermelden. Die beiden vor einer Woche vorgestellten Dampfpfötchen haben weder ihre Besitzer noch neue Interessenten gefunden. Vielleicht klappt es ja diese Woche noch, denn die zwei würden so gern wieder in die Freiheit. Den Anfang in unserer heutigen Folge macht eine Wasserschildkröte. Sie wurde am 29. Mai in Gotha im Heutalsweg gefunden, wo sie auf einer Betonfläche ein Sonnenbad genoss. Es könnte eine nordamerikanische Zierschildkröte sein. Für die Schildkröte wird der Besitzer gesucht, der wahrscheinlich im weiteren Umfeld wohnt. Vielleicht erkennen noch Nachbarn oder Bekannte den Ausreißer. Wenn sich für den exotischen Fund kein Besitzer meldet, wird das Tier an Liebhaber abgegeben. Natürlich braucht es ein Gewässer und einen schönen Platz zum Sonnenbaden. Schildkröten lieben flache, leicht fließende Gewässer mit schlammigem Untergrund, so steht es bei Wikipedia. Der zweite gefundene Exot ist ein Kater, dessen Heimat laut Chip Spanien war. Er wurde am 28. Mai in Gotha in der Oststraße gefunden. Auf den ersten Blick sieht er aus wie eine ganz normale Hauskatze aus Deutschland, doch sein Fellchen ist kürzer als das der deutschen Hauskatzen. Im warmen Spanien braucht man nicht so dickes Fell, das leuchtet ein. Das Katerchen wird auf ungefähr 2 Jahre geschätzt und ist schon kastriert. Er ist sehr anschmiegsam, menschenbezogen und umschmeichelt jedes Bein in seiner Nähe. Tierheimleiterin Katrin Mattes glaubt, dass er ein Zuhause hat und dort vielleicht schon sehr vermisst wird. Sie denkt, wenn jemand eine Katze vielleicht aus einem spanischen Tierheim rettet, dann entsorgt er sie anschließend nicht auf der Straße. Das Katerchen wartet jedenfalls sehnsüchtig auf seine gewohnten Streichelhände. Sollten sich wieder erwarten für den Matador keine Besitzer melden, dann sucht er schnellstens neue Menschen, die dem Schmuser gerecht werden.